Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. Altstoffsammelzentrum am neuen Standort, Umbauarbeiten im Fitnessclub Bifit und Idee zum Faschingsfinale in Neuberg. Das sind die Stichworte zu den Beiträgen unserer Sendung. Zu Gast sind wir in dieser Woche im Fachgeschäft Beate Bob, Optik, Uhren, Schmuck. Nach dem Lockdown steht für die Kundinnen und Kunden von Beate Bob wieder das gesamte Geschäft offen. Bei Schmuck gibt es einen neuen Trend. Es dominiert wieder die Farbe Gelbgold, egal ob im Fashion-Bereich oder im hochwertigen Schmucksegment. Und die Uhren gehen ein bisschen weg vom Schlichten und werden wieder größer bzw. für Damen glitzernd. Schöne Valentinsgeschenke also für Sie und ihn. Viele Neuheiten versprechen auch die Frühjahrs- und Sommerkollektionen bei Brillen und Sonnenbrillen. Ganz neu sind die optisch verglasbaren Skibrillen von SKX. Eine Erleichterung für alle Wintersportfans, die sich bisher mit beschlagenen Brillen ärgern mussten. Bei Beate Bob werden die Sehstärkenbestimmungen für alle Brillen nach Terminvereinbarung professionell durchgeführt. Und auch Kontaktlinsenträger finden in diesem Fachgeschäft das richtige Angebot. Es werden Tageslinsen, Monatslinsen, weiche und harte Jahreslinsen angepasst. Gut angenommen werden außerdem Speziallinsen, zum Beispiel bei der Augenkrankheit Keratokonus und Orthokarlinsen, auch Nachtlinsen genannt, die bestimmte Sehschwächen im Schlaf korrigieren. Dadurch ist das Tragen von Brille oder Kontaktlinsen tagsüber nicht mehr notwendig. Vorbeischauen zahlt sich aus. Bei Beate Bob, Optik, Uhren, Schmuck. Das nunmehr gemeinsame Altstoffsammelzentrum der Gemeinden Mürz-Zuschlag und Spital am Semmering ist ab 15. Februar am neuen Standort in Betrieb. Die wichtigsten Infos und Fakten dazu hat meine Kollegin Andrea Dirnbauer im folgenden Beitrag zusammengefasst. Der ehemalige Bauhof von Mürz-Zuschlag ist bereits übersiedelt. Am Areal selbst sind schon die Bagger aufgefahren. Hier wird in Zukunft ein moderner Lebensmittelmarkt entstehen. Auch das Altstoffsammelzentrum muss weichen und die Vorbereitungen zur Übersiedlung sind im Finale. Am 12. Februar wird das ASZ daher geschlossen bleiben, um am 15. Februar am neuen Standort in Betrieb zu gehen. Am Gelände der Firma Herbicek in der Grazer Straße hat man die idealen Voraussetzungen für die Errichtung des ASZ gefunden. Diese Freifläche war immer als Lagerplatz für die Baufirmen und so weiter genutzt. Und in Gesprächen hat sich das dann ergeben, weil wir zumindest vorübergehend auf Standortsuche gegangen sind, dass wir diese bereits vorhandene, versiegelte, voll aufgeschlossene Fläche übernehmen können. Das Ganze da ist sehr gut erreichbar. Es ist, glaube ich, auch sehr angenehm für jene, die sich vielleicht im städtischen Raum dann mit dem Anhänger nicht so leicht tun. Und schlicht und einfach, es ist großzügig, es ist, wie man sieht, ebenerdig und das sind schon Vorteile für die Nutzer. Die Nutzer sind Bürgerinnen und Bürger aus Mürz-Zuschlag, Hönigsberg und Spital am Semmering. Für sie bleiben die Öffnungszeiten dieselben. Und Zufahrt hat man, wie bisher auch, nur mit der digitalen Berechtigungskarte. Aufgrund der großzügigen Fläche konnte das Angebot ein wenig erweitert werden. Wir kennen alle die Diskussion, dass in ASZ bis zu 80 verschiedene Problem- oder Stoffarten gesammelt werden sollen. Ich glaube, begonnen hat man wahrscheinlich bei 10, 15. Wir sind so circa bei 30 verschiedenen Stoffen, die gesammelt werden. Und da gibt es natürlich jetzt auch schon einige Schritte der Erweiterung. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, dass wir von mir aus im Zyklus von einem halben Jahr immer wieder neue Sortierlösungen anbieten. Das war bisher nicht möglich, weil einfach schlicht und einfach der Platz nicht vorhanden war. Die Kartonagemengen nehmen gewaltig zu und so wurde eine Papierpresse angemietet, als Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter. Weiters beachten muss man auch hier die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen. Letztendlich gibt es die Regelung, dass nur drei Fahrzeuge, drei Zulieferer gleichzeitig am Areal sein dürfen und das kann man beim Schranken eben nicht voreinstellen. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich das irgendwann wieder auflösen wird und dass das Ganze flüssiger wird, weil letztendlich ist es jetzt ja viel großzügiger. Es können auch mehrere parallel ausladen und wenn sich das einmal eingespielt hat, gehe ich davon aus, dass es schon eine Erleichterung für beide Seiten, für den Mitarbeiter, aber auch für den Kunden bietet. Die niveaugleiche Fläche und die Großzügigkeit der Anlage sind eine qualitativ hochwertige Verbesserung zum ehemaligen Standort.
Und dennoch soll es sich hier nur um eine vorübergehende Lösung handeln. Denn errichtet werden soll ein Ressourcenpark für die Gemeinden Mützzuschlag, Spital und Langenwang. Ein Gemeinderatsbeschluss in Langenwang ist aber noch ausständig. Bis dahin bleibt das ASZ einmal ganz sicher hier, in der Grazer Straße 62b. Der Fitnessclub BeFit in Hönigsberg muss aufgrund der Corona-Pandemie zwar weiterhin geschlossen bleiben, aber es wird trotzdem ohne Unterbrechung an der Vergrößerung weitergearbeitet. Ich habe mich im BeFit umgeschaut und dabei auch den inneren Schweinehund getroffen. Immer wieder sprechen wir vom inneren Schweinehund, den wir besiegen müssen oder besiegen sollten. Und sensationell, hier in Hönigsberg, im BeFit, habe ich ihn tatsächlich getroffen. Hier ist er leibhaftig, der innere Schweinehund. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Gut, danke. Teste da gerade die neue X-Fit-Zone im BeFit aus. Aber ich zeige dir das einfach. Schau mal, okay, was wir die letzten Tage so gemacht haben. Schweinehund, was bedeuten diese Zahlen? 1 bis 10? Ja, das ist ja ganz logisch. Das ist, wenn du dich aufwärmst, musst du einmal hin und her und dann bist du warm. Aber ich zeig dir jetzt noch was Besseres zum Aufwärmen, unser neues Laufband. Das treibst du nämlich selbst an. Das heißt, du musst Gas geben. Magst du einmal probieren? Ui, probieren wir es einmal. Wenn du das kannst. So, die Füße sind aufgewärmt, Schweinehund. Wie schaut es mit dem Oberkörper aus? Ja, den darf man natürlich nicht vergessen. Da kann man zurück kurz handeln. Wir sind zumindest ein bisschen kleiner. Dann machen wir was für die Schultern. Aha. Kannst gleich mitmachen, schnapp dir zwei Handeln. Na, die schnappen wir mal eine und einmal das Mikrofon. So. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Pause notwendig. Ich schicke dich am besten jetzt zum Krisi zum Dehnen, damit du morgen keine Spotzen hast. Ja, das BeFit wurde erweitert. Es gibt neue Räumlichkeiten, neue Geräte und wir befinden uns jetzt in der neuen Smartflex-Zone. Das schaut alles sehr gemütlich aus, aber wir werden den Schweinehund fragen, was hier alles möglich ist. Bin schon da. So, also da können wir uns jetzt quasi dehnen. Der Krisi zeigt uns das schon super vor. Der macht da die Nackenübung, das heißt, er dehnt die Nackenmuskulatur. Tut ein bisschen weh, aber es hilft und es ist wirksam. Vielleicht magst du es gleich mal probieren. Fast. Ja, ich schaue mir es einmal an beim Krisi, weil der schaut ein bisschen verzwickt aus, erschöpft. Ich warte mal, ob er das überhaupt überlebt. Ja, es tut schon weh. Besonders, wenn man den ganzen Tag sitzt und im Homeoffice oder im Homeschooling ist, dann tut es schon gut, wenn man sich da ein bisschen durchdehnen kann. Ja, sehr beeindruckend, welche neue Möglichkeiten das BeFit hier in Hönigsberg bietet, oder, Schweinehund? Total. Also, freut euch auf die Wiedereröffnung und bis dahin halten wir euch auf dem Laufenden, was wir so machen. Und weil ihr nicht in Flexzirkeln nutzen könnt, haben wir da Wein Krisi beauftragt, dass er euch ein paar Übungen sagt. Servus, grüß euch, ich bin der Krisi von BeFit und ich zeige euch jetzt zwei Dehnübungen, die gerade fürs Homeoffice gut sind, für eine gesunde Wirbelsäule, für langes Sitzen, das ihr auch direkt auf euren Schreibtischsessel machen könnt. Als erstes machen wir zur Aktivierung der Wirbelsäule was ganz einfaches, leichtes, nämlich wir rollen uns ein, nicht mit Gewalt, nur leicht und rollen dann Wirbel für Wirbel auf, bis wir wieder ganz aufrecht sitzen und dann wieder Wirbel für Wirbel einrollen und das könnt ihr ruhig 12 Mal machen oder einfach nach Gefühl, wie es euch gut tut. Da nehmt sich einfach ein paar Minuten Zeit in der Pause. Die zweite Übung ist dann mit Rotation und mit einer Dehnung im Brustmuskel, weil der ist oft sehr verkürzt von dieser Bürohaltung. Da setzt man sie wieder ganz groß hin. Dann nehmen wir die Hände so auf, machen sie richtig groß und gehen dann mit einer Rotation
aufs gegenüberliegende Knie und wieder zurück in die Mitte und dann die andere Seite. Und das am besten langsam und gemütlich, einfach, dass die Wirbelsäule gut durchbewegt. So, das war's für heute mit unseren Übungen. Beim nächsten Mal gibt es dann zwei neue Übungen für euch. Also schaltet ein und viert euch. Üblicherweise berichten wir um diese Zeit vom bunten Faschingstreiben. Aber 2021 fällt der Faschingsrummel Corona-bedingt leider ins Wasser. Was aber nicht bedeutet, dass auf diverses Drumherum verzichtet werden muss. Findige Köpfe in Neuberg haben dazu eine Idee geboren. Gemeinsam durch die Krise scheint das Motto im Neubergertal zu sein. Und jetzt, wo der Valentinstag vor der Tür steht, der Fasching ins Finale geht, haben sich drei Unternehmer zusammengefunden, um den Tag der Verliebten und ein wenig Faschingsstimmung ins Wohnzimmer zu bringen. Da ist einfach die Idee geboren worden, warum machen wir etwas gemeinsam in der Region und macht man einfach mit den Nachbarn was zusammen, weil die Gärtnerer Walzer ist gleich in der Nähe von uns, die Glasmanufaktur ist da bei uns und haben uns für die vier Tage etwas Besonderes einfallen lassen. So gibt es am Valentinstag ein dreigängiges Menü für zwei inklusive einem Frühlingsblumenstrauß und einem mundgeblasenen Glasherz. Man will nicht nur mit Gemeinsamkeit punkten, sondern auch mit Regionalität. Dies wurde auf der Pressekonferenz mehrfach betont. Und so sind auch die Blumen echte Neuberger. Die Zwiebeln werden in Kisten produziert, die werden in Kisten gelegt, die werden vorgetrieben und in einem gewissen Stadion, das ist halt dann, da brauchst du ein gutes Gefühl dafür, dass du weißt, wann muss ich es jetzt warm stellen, wann muss ich es weitertreiben, damit sie zum Valentin blühen. Das ist eigentlich ein bisschen eine Herausforderung, aber wie man sieht, schaffen wir das eigentlich immer ganz gut. Auch das mundgeblasene Glasherz ist eine Besonderheit. Das Herz ist was ganz Spezielles, das wäre in einer Form eingeblasen, schaut sehr simpel aus, ist aber voll anspruchsvoll an den Hersteller, also an den Glasmacher, Glasbläser. Wo es so klein ist, ist enorm schwer, Herz zum Herstellen. Also braucht man wirklich einige Jahre, bis dass man sowas schafft. Wir haben die Einblasform, die ist nämlich sehr schwer herzustellen, das ist eine Stahlform, die hat uns andere Glashütten geschenkt, weil sie nicht geschafft haben. Und wir schaffen es. Unsere Leute kennen das. Schaut so aus, dass es praktisch negativ war und die Schwierigkeit besteht, dass man die Glasmenge bei der kleinen Ösen reinbringt und dann ganz schnell auflöst, mit ganz viel Druck. Am Rosenmontag kocht das Jahrcafé wieder groß auf und diesmal ist beim Menü für zwei ein Flachglasherz mit dabei und Nomen est Omen, eine Rose aus der Gärtnerei. Das Valentins- und Rosenmontagsmenü gibt's nur Vorbestellung bis 12. Februar unter der Telefonnummer 038 57 20 560. Und weil ein Fasching ohne Krapfen nicht vorstellbar ist, heißt es am Faschingdienstag Krapfen statt Pizza im Jahrcafé. Alles natürlich immer nur zum Abholen. Den Abschluss des viertägigen Reigens macht dann der Heringschmaus. Über so viel Engagement seiner Unternehmer zeigt sich der Bürgermeister naturgemäß erfreut. Das Gemeinde- und das Bürgermeisterin ist irrsinnig stolz, dass ich so viele tolle Betriebe habe in Neuberg, die was ja in der jetzigen Zeit, in den ein Jahr Corona-Zeit, wirklich bemüht haben, das Wohl der Bevölkerung oder die Bedürfnisse der Bevölkerung zu erfüllen. Es gibt es eigentlich nicht auf und das taugt mir so viel. Also jeder ist motiviert und er sagt von Jammern und Nein, kommen wir auch nicht weiter, wir müssen was tun, halt mal zusammen und das ist einfach für eine Gemeinde toll. Und da kann ich nur stolz sein und sage Danke und ich wünsche euch wirklich viel Geschäft. Und das Geschäft von allen dreien ist natürlich auch nach dem Valentinstag und dem Faschingsausklang endlich wieder geöffnet. Denn aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Auch wenn die letzten 11 Monate sehr schwierig waren. Sie blicken optimistisch in die Zukunft und hoffen auf die Treue ihrer Kunden.
Von Neuberg wieder zurück in das Fachgeschäft Beate Bob in Mürzzuschlag. Das war's für diese Woche. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Übrigens, es ist wichtig, dass Sie die drei Fachbereiche dieses Geschäftes nicht verwechseln, nämlich Optik, Uhren und Schmuck. Denn Beate Bob hat für jeden das passende Angebot. Musik